Am 17. Juni 1953 haben sich die Bauarbeiter in der Ostberliner Stalinallee gegen die Normerhöhungen des SED-Regimes zur Wehr gesetzt und sind auf die Straße gegangen. Sie haben damit einen Volksaufstand mit dem Ruf nach Freiheit ausgelöst, der als Tag der deutschen Einheit zu einem Symbol des Widerstandes gegen Unterdrückung wurde. Zum 60. Jahrestag gedachte der IG Bau-Bundesvorstand der Opfer des Aufstands in Berlin. Die IG Bau nahm diesen Tag zum Anlass, erstmals den Georg-Leber-Preis für Zivilcourage zu verleihen, in Erinnerung an den großen Gewerkschaftsvorsitzenden. Für ihn war Freiheit ein herausragender Wert und er forderte den Mut ein, sie zu nutzen. Wir, die wir älter geworden sind, können denen, die jünger sind, nur zurufen, lernt für euer Leben, was ihr nötig habt. Als Bürger einem freiheitlich verfassten Staat, geht nicht gebückt durch euer Leben, sondern aufrecht wie Freie. Geht mit erhobenem Kopf und wachem Verstand, aber überhebt euch nie über andere. Geht fröhlicher durch die Welt, als die Alten gehen konnten, weil vor uns die Menschen noch nie so frei gewesen sind. Erster Preisträger ist der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse. Es ist unser Anliegen, mit diesem Preis die Erinnerung an unseren früheren herausragenden Vorsitzenden Georg Leber in guter öffentlicher Erinnerung zu bewahren. Nicht zufällig haben wir den Tag der Preisverleihung heute auf diesen 17. Juni gelegt. Und nicht zufällig findet der Festakt hier in Berlin an der Karl-Marx-Allee statt. Heute jährt sich der Aufstand der Arbeiter in der DDR zum 60. Mal. Georg Leber hat später die politische Bedeutung des 17. Juni für das Wesen freier Gewerkschafter besonders hervorgehoben. Nicht von ungefähr gilt seine eben noch einmal gesehene Aufforderung, aufrecht durchs Leben zu gehen, gerade den jungen Menschen. Doch es gibt Politiker, die mich seit jener Zeit immer begleitet haben. Mit ihren Einmischungen, Einwänden und Eintreten für ostdeutsche Belange. Dazu gehören Regina Hildebrand und dazu gehört Wolfgang Thierse. Und von Anfang an hast du gesehen, dass wir diejenigen stärken müssen, die sich vor Ort den rechtsextremen Umtrieben entgegenstellen, öffentliche Räume zurückerobern und eine demokratische Gegenkultur schaffen. Niemand von uns glaubt, dass ein NPD-Verbot das rechtsextremistische Gedankengut aus den Köpfen und den Herzen der Menschen bringt. Wolfgang Thierse hat das mit einem prägnanten Satz auf den Punkt gebracht. Das NPD-Verbot ist eine symbolische Handlung, die klar macht, wir finanzieren nicht unsere Feinde. Und auch er weiß natürlich, dass damit der Kampf gegen rechts natürlich nicht erschöpft ist. Es geht um Aufklärung, um eine bessere politische Bildung in den Schulen. Und wir dürfen in unserer demokratischen Gesellschaft nicht aufhören, miteinander darüber im Gespräch zu bleiben, was eine Demokratie lebendig hält und was sie gefährdet. Lieber Wolfgang, ich gratuliere dir von Herzen zu deiner Auszeichnung mit dem Georg-Leber-Preis für deinen unermüdlichen Einsatz gegen Rechtsextremismus und eine aktive Zivilgesellschaft. Lieber Wolfgang, den ersten Georg-Leber-Preis für Zivilcourage zu verleihen. Es bewegt mich auch sehr, das wird Sie nicht überraschen, dass mir dieser Preis heute am 60. Jahrestag des 17. Juni 1953 verliehen wird.
Ich muss für euch vor Ihnen nicht die Chronologie der Ereignisse schildern, auch nicht die Bedeutung dieses Tages betonen. Eines Tages, der in die große Tradition der deutschen Arbeiterbewegung gehört und ein wichtiges Datum in unserer Freiheits- und Demokratiegeschichte ist. Deswegen müssen wir Demokratie verteidigen gegen ihre Pervertierung zur Zuschaudemokratie. Es ist so bequem, zu Hause im Sessel zu sitzen und die Talkshows anzugucken. Es ist alles ganz leicht. Warum machen die Idioten nicht schneller? Die reden nur. Jeder von euch weiß, eine wirkliche demokratische Veranstaltung, eine Sitzung, um der es um Entscheidungen geht, ist mühselig und schweißtreibend und enttäuschungsbehaftet. Zu denken, die wirkliche Demokratie sei so leicht wie eine Talkshow, ist verführerisch und zugleich ganz furchtbar für unsere Demokratie. Es ist die Geschichte eines Mannes, der Kampfeskraft und Verhandlungsgeschick, Überzeugungstreue und Anstand miteinander verbunden und vorgelebt hat. Wenn ich daran denke, aus welchem geringem Anlass Schorsch Leber als Minister zurückgetreten ist und dann den heutigen Verteidigungsminister, dann bemerkt man einen qualitativen Unterschied. Ja.